eure Bühne. Wir haben zwar keine Wahl, aber das ersparen wir euch nicht. Ihr müsst euch natürlich vorstellen, den gesamten Lebenslauf aller, na so viele Jahre sind es noch nicht, aber der letzten 20 vielleicht Jahre, Lebensjahre. Hallo und ein dornes Hello in diesem altehrwürdigen Saal. In Sachsen-Anhalt ist wieder Karneval. Was wurde im Lande spekuliert? Wen der HSKV wohl diesmal als Prinzenpaar proklamiert? Wir grüßen euch alle hier im Saal, Prinzessin Lea die Erste. Und Prinz Janik der Erste, mein Prinzgemahl. Also stimmt mit uns ein, ihr kennt den Schlachtruf genau. Auf alle hier ein Dreifach. Hallas! Genau! Sachsen-Anhalt! Genau! Hallas! Für unseren Verband, für unser Land, für Sachsen-Anhalt. Und natürlich gibt es auch den Orden 33 Jahre Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt. Die Ernennungsurkunde und das Allerwichtigste. Ja, euren Terminkalender haben wir natürlich auch schon mitgebracht. Das beginnt beim Empfang des Ministerpräsidenten Dr. Rainer Haseloff. Es ist geplant, aber da gibt es leider noch keinen Termin, den wir bekannt geben, einen Empfang beim Bundeskanzleramt oder im Deutschen Bundestag in diesem Jahr, im nächsten Jahr zu machen. Wenn wir natürlich sofort Ort und Termin wissen, teilen wir euch das gerne mit. Wie gesagt, das ist noch in der Planung. Wir fahren auch in diesem Jahr natürlich mit zwei Umzügen mit euch gemeinsam wieder auf dem Wagen des Landesverbandes am Sonntag, Tulpensonntag, ich kriege immer den Namen Rosenmontag, Tulpensonntag, präsentieren wir uns in Tittedar, in Mansfeld-Südorts und am Rosenmontag präsentieren wir den Landesverband in Halle bei euch natürlich zum Rosenmontag. Das ist die Termine innerhalb der Session. Und ein ganz schöner Termin, den ich euch ans Herz lege, und ihr habt es ja heute schon in der Vorschau gesehen, am 15.07. erwarten euch die Kinder des Kinderferienlagers in Sachsen-Anhalt zu Gast. Die Aufkleber kannst du gleich dem Kollegen Ingo für euer Prinzenauto natürlich die Autoaufkleber. Die habe ich jetzt lange vermisst, ich kann es aber Ingo wieder gerne übergeben. Sie waren in treuen Händen und sie bleiben auch in treuen. Ich wünsche euch beiden natürlich eine tolle Session. Hier unten sitzen viele Vereine, die auf euch warten und die sicherlich nachher sehr, sehr viele Termine mit euch ausmachen wollen, die euch sehen wollen. Zumal es die erste Session wieder ist, wo wir hoffentlich richtig tolle, gut Karneval, Fastnacht, Fasching feiern dürfen. Ich wünsche euch dabei viel, viel Spaß.